To watch more, subscribe. Was geht, meine Freunde? Wir gehen jetzt heute zu meinem Restaurant. Auf jeden Fall werde ich euch auch ein Video heute schicken und zeigen, was, in welches Restaurant wir gehen. Das ist auf jeden Fall ein türkisches Restaurant in New Jersey. Das wird auf jeden Fall richtig Spaß machen und viele haben gesagt, dass es schmecken wird. Komm alle mit mir Richtung New Jersey. So Leute, ich bin jetzt hier angekommen. Der Restaurant heißt Blue Fig Garden und ist in New Jersey. Auf jeden Fall habe ich von Bekannten mitbekommen, dass es sehr schön ist und auf jeden Fall auch sehr gut schmeckt. Und dann zeige ich euch mal, wie das von außen aussieht. Sieht schickimicki-janem aus. So sieht es aus von draußen. Auf jeden Fall sehr modern und sehr leuchtend. Und ich möchte euch den Blue Fig Garden vorstellen, das sich in Cherry Hill, New Jersey befindet. Man kann es leicht in der Navigation finden. Ich habe euch gesagt, dass ich kommen werde hier in New Jersey, bin ich. Genau den Blue Garden. Hier haben mich viele Leute empfohlen, hierher zu kommen und zu essen. Und heute werde ich probieren und euch Bescheid geben, wie viele Punkte ich den Laden geben werde. Man will es einfach hin und her schauen und das Restaurant einfach genießen. Das Restaurant hat ein gemütliches und modernes Ambiente und mit heller Beleuchtung, mit schönen Dekorationen und Design. Es ist einfach ein fröhliches Platz. Man kann sich gemütlich hinsetzen und es ist eine sehr familiäre Atmosphäre mit gemütlichen Sitzplätzen. Hier seht ihr die Süßigkeitsdekoration. Auf jeden Fall gibt es hier türkisches Kuchen, Baklava, Tee und leckere Milchreis, verschiedene Baklava-Arten mit Datteln und Künefer gibt es auch. Die Künefer, die ich hier in Amerika ausprobiert habe, sind auf jeden Fall nicht so wie in Deutschland. Da haben die auf jeden Fall richtig anders geschmeckt, richtig gut geschmeckt. Hier ist es, ich weiß nicht, was da ist. Keine Ahnung, schmeckt auf jeden Fall nicht so wie in Hamburg, wo ich in beispielsweise Baklava gegessen habe. Dies sieht sehr lecker aus, das muss ich auf jeden Fall ausprobieren. Ich habe schon Vorerfahrung, was ich bestellen werde von meiner Familie aus. Wie ich kurz den Menü angucke und ganz genau weiß, was ich bestelle. Nämlich den fetten Grillplatte Çok Güzel Abi. Denn das Brot sieht auf jeden Fall richtig frisch aus. Bis meine Platte kommt, werde ich euch jetzt den Rest von dem Laden zeigen. Hier dieses Café, wie ich in Istanbul probiert habe. Das sieht genauso aus, auf jeden Fall richtig frisch. Und das sieht, ich liebe es, wenn die das Café so kochen. Und ist auf jeden Fall sehr frisch und schmeckt richtig stark. Und da vorne sehen wir den richtigen Automat von Kaffee. Plus Cappuccino und Latte Macchiato. Und hier sieht man zwei verschiedene Eissorten. Einmal Kakao und einmal Pistazien. Ey, das ist doch nicht normal. Oh my God. Damn, guck mal, wie saftig der aussieht einfach. Diese Hähnchenspieße und diese Lamb Chap. Und das frische und gut riechende Reis und Pommes noch dazu. Auf jeden Fall Hackspieß plus Hähnchenspieß plus... So Jungs, ich habe euch gesagt, dass ich hier bald kommen werde. Auf jeden Fall bin ich hier in Fig Garden in New Jersey. Auf jeden Fall richtig juicy und ist gut gebraten, well done gebraten. Schmeckt auch sehr gut. Ich empfehle jeden, wer in den USA kommt, soll man das hier ausprobieren. Lass mich mal jetzt das hier ausprobieren. Ich hatte mein Lamb und jetzt nehme ich den Hackspieß aus allein. A little bit. Was da auch dazu? Schmeckt richtig gut.
Muss auf jeden Fall probieren. Hier sind Opi und Omi, die sitzen gerade hier und lesen was auf dem gemütlichen Sessel und denken auf nichts. Die wissen nicht, was hier in der Welt abgeht. Just chillend. Be happy. Und ja, ich habe mir eine schöne türkische Tee bestellt, wo ich es sehr liebe. Ich mag einfach den türkischen Tee, weil die Bombe wurde richtig schön dekoriert. Die Lampen sind auch auf jeden Fall richtig so schön leuchtend. I got my tea, my brothers. Auf jeden Fall hier ein bisschen Zucker rein. Und dann guck mal, wie ich den Tee da reinballe. Genau so. Und lass es. Und nimm dir einen Schluck, man. Okay, das schmeckt doch. Okay, die Bewertung ist da. Der Laden wird auf jeden Fall von mir 9 Punkte bekommen, weil er richtig schön aussieht und schön gemacht wurde und schön dekoriert wurde. Und das Essen wird von mir 8,5 bekommen, weil es hat einfach ein heftiges Geschmack und ist sehr frisch gewesen. Liked, abonniert und weiterschicken. Liken, abonnieren und weiterleiten.